Hallo liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Heute mal eine bisschen andere Perspektive. Grund dafür ist, ich musste ein bisschen umbauen und das Arbeitszimmer ist für die Schatzkiste von Matt Murphy, sprich von Tobi, leider zu klein. Durch die Umverpackung und die Zunahme an Tabaken, also sprich die Beigaben, die von den Vorgängern, die die Box bekommen haben, dazu gebracht haben, ist das Ganze ein bisschen gewachsen und hat mittlerweile ein exorbitant großen Rahmen angenommen. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache das Video einen Tucken anders. Ich mache nicht einfach nur, was habe ich rausgenommen, was mache ich rein, sondern weil es noch keiner gemacht hat, jedenfalls nicht, dass ich mich entsinnen kann, packe ich die Kiste einfach mal mit euch zusammen aus. Das heißt, die machen wir gleich mal auf und schauen mal, was alles noch drin ist. So, ich denke, man kann das Nötigste sehen. Nicht wundern, dass der Tisch hier Dellen hat. Das ist mehr ein Arbeitstisch als alles andere. Machen wir mal den ganzen Spaß hier auf. Und schauen wir mal rein. Ups, so falsch. Oh. Ja gut, bei der Größe muss man auch entsprechend gut verpacken, keine Frage. Was haben wir hier? Gut, die Teilnehmerliste, die ist für euch jetzt nicht so interessant. Ich bin ja der letzte Teilnehmer auf der Liste und die anderen haben ja ihr Video eingestellt. Ah, hier schon mal ein kleiner Blick. Nein, stopp, ich muss nach vorne kommen. So, wir haben hier... Ach, scheiße, packen wir mal das Messer weg. Füllmaterial, das brauchen wir für später. Milonga. Alter Schwede, jetzt kommt der Geruch richtig raus. Jetzt wird's geil. Niala Foundation. Kenn ich überhaupt nicht. Gut, von dem habe ich schon gehört. Aber noch nicht probiert. Yoshi's Oriente. Oh, das sind richtig schwere Dosen. Da ist richtig was drin. Der erste, den ich auch schon geraucht habe und einer der wenigen Hocharomaten, wo ich sage, die sind echt geil. So, was haben wir noch? Halbergrot, gelb, oh, riecht das geil. Vaporizer, ein letztes bisschen, hier ist noch jede Menge Filmmaterial und dann holen wir mal den anderen Karton raus. Okay, ich kann verstehen, warum das gewechselt wurde, weil der Karton zerfällt. Ich bräuchte drei Hände, mindestens vier, und das kann erstmal weg. Filmmaterial schmeißen wir mal hier rüber und dann geht's weiter. So, können da mal einen schönen Blick reinwerfen für die, die leider nicht dran teilgenommen haben. Das Ding ist rappelvoll. Einmal ein Tütchen nur für Tobi. Ich weiß ja, was drin ist. Muss ich jetzt aber nicht so viel verlieren. Räume ich mal hier rüber, damit nichts passiert. Kommt zur Teilnehmerliste. Red Race, Marlin Flame. Falzmischung. Da bin ich auch gespannt drauf. Da bin ich neugierig. Pfeifenhuber. Golden Flake. Da bin ich richtig scharf drauf. Da freue ich mich schon beim Ausprobieren. Neckar Nummer 5. Mecker, nicht Neckar. Entschuldigung. Neckar. Neckar. Die Aufregung. Ich habe schon ganz zittrige Hände. Keine Frage. Was haben wir hier? Münchner Rauch. Einmal der Clan, habe ich selber, brauche ich nicht, hatte mir Tobi empfohlen. Kann man rauchen, ist nicht unbedingt mein Extremfall, aber ist nicht schlecht. Der Schippers, den hat Tobi von mir. was haben wir hier? Keine Ahnung was. Hausmarke 52 von Genuss. Oh, Alter. Gut, man sieht jetzt mein Gesicht nicht, aber das Ding riecht sowas von aromatisch, honigartig und keine Ahnung, halb undefinierbar, aber gucke ich mir dann an, wenn ich es richtig aufgemacht habe. Chieftains. Locate Runner, habe ich schon mal probiert, muss ich nicht probieren. Little Smoke, was ist das Little Smoke?
Auf jeden Fall von Tag. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Mellow Muppet Flake. Sagt mir irgendwie nichts wirklich, aber gut, ist nicht so schlimm. 10 Jahre Pfeifen Tabak Loma. Wird wahrscheinlich so die letzte Dose sein, die es gibt. Der Carter Hall. War Tracker. Kenne ich auch schon. Tobi, es ist genug noch da vom Aran. Sie haben ja genug drin gelassen, dass ich den wenigstens mal probieren kann. Brauchst dir keine Sorgen machen, musst mir auch nichts schicken. Hier eine süße kleine Probe von Dirkenberger. Ich vermute mal, auf jeden Fall von Tuck. Girl is best. Kenne ich schon. Das ist geil, das muss ich zeigen, damit nicht einer denkt, das ist von mir. Danske Club Black Luxury. Kai, hast du wirklich wunderschön gemacht. Ich glaube, du warst das, Kai, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ein kleiner Künstler. Was haben wir hier? Den Lars Nummer 50. Kenne ich schon. Jedenfalls glaube ich, dass ich den kenne. Von Larsen hatte ich einige probiert. Naja, werden wir sehen. Ich muss da nochmal riechen. Dann haben wir den Golf. Was? Ammonia. Gut, keine Ahnung, was das für ein Tabak ist. Da muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, der Plum Cake, alter Vertrauter, den muss ich nicht. Den habe ich selber noch offenes Pouch. Es ist auch noch was vom Free Peace dabei. Da witzige Geschichte, Tobi wird sich freuen. Ich habe ihm ich habe vor Ewigkeiten, wirklich vor Jahren mir mal eine Dose Free Peace gekauft, noch in den schönen Dosen. Auch schon mit ekligen Werbeaufdruck vom Staat. Aber haben dann halt den Tabak geschenkt, weil ich nicht dazu kam, den aufzumachen. Und jetzt habe ich die Chance, die wenigstens mal zu probieren, ohne eine Dose aufreißen zu müssen. Ziemlich cool. Also das ist auch nur noch ein kleines Stückchen. Ich glaube, den werde ich behalten. Das ist auch für Tobi okay, weil er hat ja von mir eine ganze Dose gekriegt. Also der hier bleibt auf jeden Fall bei mir. Motzig Dark Strang. Das sieht echt aus. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich das auf der Straße finde, mache ich einen Bogen rum. Aber ich muss da muss ich mal riechen. Weil ich glaube, den Tabak werde ich nicht probieren, weil der einfach so stark ist. Oh. Der riecht erdig. Aber richtig erdig. Richtig herb. Richtig fett. Also Nikotin kann man, glaube ich, nicht riechen, aber der riecht auf jeden Fall, zieht er mir die Schuhe aus, keine Frage. Morning Mixture von Auenland. Und Joel Sein, den habe ich probiert. Bisschen stark das Kraut, ne? Oder? Ah, nee, Quatsch, jetzt verwechsel ich den, glaube ich, mit dem Baker Street. Joel Sein, nee, der war ein bisschen milder. Aber den habe ich selber da, beziehungsweise noch als sehr großzügige Probe, muss ich nicht nochmal probieren. Was haben wir hier? Ein letztes Paketzettelchen. Tobi, super klasse. Muss ich nicht hingehen, um mir einen zu holen. Kann ich dann gleich fertig machen. Ja, und damit ist die Tabakkiste Schatzkiste. Also, das ist nicht nur eine Schatzkiste, das ist echt pervers. Also, ihr könnt es ja sehen. Anhand dessen, was hier alles drin ist. Ja, auf jeden Fall endlich bei mir. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen umschwenken. Ah, Sekunde, jetzt muss ich das... Ich benutze sonst normalerweise den Ständer nicht so sonderlich viel. Ja, ich bin übrigens jemand, der nur Glühbirnen hat, bevor da irgendwelche Anfragen kommen. Das mache ich mittlerweile aus Trotz, aber ist eine andere Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall, das zu probieren. Tobi, saugeile Geschichte auf jeden Fall. Zumal, also ich habe mich ja extra beworben, den letzten Platz zu machen in der Tabakrunde oder möglichst einen der letzten. Habt ihr jetzt den letzten auch bekommen und es ist saugeil. Also da ist auf jeden Fall was Geiles dabei. Also das sind etliche, die ich probieren möchte, wo ich dann auch kleine Mengen dann auf jeden Fall abfüllen werde. Tobi, glaube ich, braucht dieses Jahr nicht mehr Tabak kaufen zu gehen, weil da ist so unheimlich viel drin. Und ja, also heute ist Donnerstagabend, deswegen sind die Lichtverhältnisse hier relativ schlecht. Morgen gehe ich dann mal in Ruhe ran, gucke mir das Ganze an. Und ich denke, Montag, aller spätestens Dienstag, ich habe jetzt ein bisschen, naja, neuen Job, nicht neuen Posten, innerhalb meines Jobs mit anderen Arbeitszeiten, was es mir ein bisschen schwieriger macht, die Postzeit richtig abzupassen. Aber aller spätestens Dienstag geht es dann zu dir zurück, Tobi, und
Im Prinzip müsstest du noch ein Abschlussvideo bringen. Nichtsdestotrotz, das ist ein Teil des Videos. Den zweiten hänge ich noch dran, wenn dann die Auswahl kommt. Was nehme ich raus, was kommt rein. In diesem Sinne, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut und auf bald. Willkommen zurück. Zweiter Teil direkt im Anschluss. Was habe ich rausgenommen? Was geht rein? Eigentlich wollte ich das gestern alles schon machen, aber naja, ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Tobi ist auch schon informiert. Kann sein, dass das Paket erst bei mir am Mittwoch rausgeht. Heute haben wir Sonntag. Muss ich gucken, aber wie gesagt, mit Tobi ist alles abgesprochen. Das ist soweit okay, aber wenigstens will ich jetzt schon mal die Aufnahmen machen, um euch einen Überblick zu geben, was ich hier als Leckeres rausgenommen habe und was hoffentlich Leckeres weiter mit der Kiste rumgeht. Zu den Dingen, die ich reingepackt habe, muss ich dazu sagen, ich habe natürlich in Anbetracht dessen, dass die direkt an Tobi geht, Tabak mit ihm zusammen, weitestgehend mit ihm zusammen rausgesucht, die ihm vielleicht gefallen könnten, die er auch mal probieren möchte, weil die Kiste geht ja im Prinzip jetzt zum Verursacher dieser ganzen Geschichte zurück. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine zweite Tour, weil hier ist echt noch scheißen viel Tabak drin und ich glaube auch nicht Tobi, dass er alle mögen wird. Einfach aufgrund dessen, mal abgesehen von einem Engländer, ist es ja relativ vielschichtig. Heute ist mein Deutsch, aber okay, es ist Sonntag. Ja, also was habe ich probiert? Beziehungsweise was habe ich mir abgefüllt? Was ich probiert habe, das war Tobi ganz so wichtig, weil da sprachen wir ja schon einige Male im Skype drüber. Hat er auch meinen Namen aufs Gläschen geschrieben, und zwar den Peterson Aaron, einen der zwei ganz neuen Tabake. Den habe ich bis vor ein paar Minuten noch geraucht. Meins ist er nicht. Er muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein oder so, will ich gar nicht sagen, aber ich kann den geschmacklich auch gar nicht so wirklich zuordnen. Da steht zwar was drauf von frisch aromatisch mit Vanille, aber Vanille habe ich gar nicht wirklich geschmeckt. Da ist irgendwas drin, aber der Anfang, der ist okay. Da ist er angenehm, aber nach etwa 10 Minuten, also ich habe die Pfeife ungefähr eine Dreiviertelstunde geraucht, normale Zugfrequenz natürlich mit Filter, Prince Shape, damit er sich auch entfalten kann, aber es ist irgendwie, der wird dann irgendwie geschmacklich, ja, so ein bisschen chemisch irgendwie. Ich kann es nicht sagen, also der wird jetzt nicht ungenießbar, aber mein Fall ist es leider nicht. Aber danke Tobi, dass das geklappt hat. Auch an die anderen vorher, dass sie noch was drin gelassen haben, auch wenn mein Name irgendwie durchgestrichen ist. Schweinewanne. War für jeden keine Frage, sonst hätte er mir noch was zugeschickt. Aber wie gesagt, wenn der nochmal on Tour geht, bevor ich den bekomme, ruhig rausnehmen. So, was habe ich mir noch abgefüllt? Ich habe mir ein bisschen was von dieser sauvollen Dose Yoshi's Oriental Sunrise rausgeholt. Der riecht, ich muss hier mal gucken, es waren gerade so viele Gerüche. Der riecht auf jeden Fall Virginia Perique. Ich bin jetzt natürlich geflasht durch die vielen Gerüche, weil ich muss immer wieder riechen. Nimmst du den jetzt, nimmst du nicht? Wollte jetzt nicht alles in Ruhe durchprobieren, das wäre ein bisschen blöd von der Zeit her, weil bis Mittwoch ist schon noch lang. Aber der wirkt auf mich so interessant, Virginia Perique. Da geht was. Ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen was entnommen zum Probieren. Dann der Foundation Tuareg, wenn man es so ausspricht. Fand ich auch sehr interessant. Ich weiß schon gar nicht mehr, was drin ist. Balkanblend. Genau, syrischer Latakia. Touch von zyprischen Latakia. Oriental, Virginia, Luciana Perique. Klingt an sich ziemlich geil. Probiere ich auf jeden Fall, habe ich mir was abgefüllt. Virginia Golden Flake von Pfeifen Huber. Da war ich ja richtig dolle scharf drauf. Bin ich auch immer noch. Habe ich mir einen Strang rausgenommen. Ist noch reichlich drinnen. Wird dir gefallen, Tobi? Also wenn der nur ansatzweise so geil schmeckt, wie der riecht. Feines Ding. Was habe ich mir noch rausgenommen? Genau. Münchner Rauch, auch von Pfeifen Huber. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wonach der gerochen hat. War das der aromatisch ist? Ich muss jetzt nochmal reinschnüffeln. Ich kann es gar nicht genau sagen. Schlecht vorbereitetes Video. Oh ja, auf jeden Fall aromatisch. Also wie gesagt, entweder trügen mich meine Sinne oder da ist ein bisschen Marzipan drin. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der Marzipan-Freak, aber eine kleine Ecke reicht für zwei Pfeifenfüllungen. Zwei mittelgroße maximal auf jeden Fall. Also eine mittlere und eine kleine, um es mal zu probieren. Aber nicht so viel, dass ich dann sagen muss, oh, scheiße, schmeiß weg den Mist. Wird auf jeden Fall probiert.
Ein weiterer, auch von HU. Red Virginia, Havana Perique, Burley Presse. Niala von der Foundation-Reihe. Bin ich auch sehr, sehr neugierig drauf. Jetzt müsste ich überlegen, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das der Tuareg war oder der hier, der Englisch ist. Obwohl, wenn ich es schon vorlese. Ich bin ein bisschen irritiert. Natürlich ist es der hier. Der einzige Engländer, den ich da drin gefunden habe. Leute, raucht mehr Engländer. Oh, ein richtig satter, geiler Geruch. Also du riechst den Virginia auf jeden Fall raus. Vielleicht eine Spur Perique, die du riechst. Also die ich rieche, die ich jetzt noch wahrnehme unter dem Flash. Bin ich gespannt drauf. Ein uralter, bekannter Tabak, den fast jeder, denke ich mal, schon mal geraucht hat, zumindest wenn er in der naturnahen Szene unterwegs ist. Ich bisher nie geschafft habe, anfangs mich nicht rangetraut hatte, weil ich immer wieder gehört habe in den Videos, ja, ist schon ein bisschen kräftig, ja, nicht dolle kräftig, aber ein bisschen kräftig. Aber ich mir jetzt sage, jetzt probierst du, jetzt hast du mal eine Probe da, die Dose ist nicht verschwendet. Red Race Marlin Flake. Gucken wir mal, also riechen tut er echt genial. Geiles Ding. Was ich mir noch ausgenommen habe, das habe ich aber jetzt hier in den Schrank reingepackt. Obwohl, Moment, ich habe es hier an der Seite. Das letzte Stückchen. Tobi hat gemeint, ich kann die Dose erstmal behalten, von daher ist das okay. Und Kai wollte sie auch nicht mehr. Kai SO. Das letzte Stückchen vom Three Piece. Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe Tobi eine ganze Dose ungeöffnet, noch eine alte Dose zugeschickt. Und war jetzt so angedacht, dass ich die dann halt auch mal probieren kann. Sollte ich mir auch rausnehmen. Kann ich wenigstens mal kosten. Und dann heulen und jammern, dass ich ihn weggegeben habe. Aber ist egal. So. Das waren Dinge, die rausgehen. Was geht rein? Packen wir mal runter. Also, wir haben hier den Bentley. Ist noch halb voll. Schöne Holzdosen. Auf jeden Fall, dafür lohnt sich's schon. Ist eine Mischung aus Burley, Virginia, Orient mit fruchtigen Aromatisierungen von... Steht hier gar nicht drauf. Aber auf jeden Fall hat es einen ganz leicht orangenartigen Touch. Oder es ist im Prinzip Orange. Hier steht noch was von explosiven Cavendish. Bla bla bla. Ist ein bisschen stärker. Witzigerweise hätte ich nicht gedacht für eine aromatische Mischung. Aber aufgrund des Grundbettes von Tabaken, es ist halt nicht wirklich komplett nur Black Cavendish oder so, ist das einmal eine wirklich gesamt gesehen eine geile Komposition. Und zum anderen, es ist kein schwacher Aromat, was Vitamin N angeht. Also der ist gute Mittelstufe gegen Ende, wenn man einen großen Kopf hat. Zumindest bei mir habe ich dann gemerkt, ja, es ist noch nicht die Achterbahn, es ist die Kinderversion davon, aber wir fahren schon so ein bisschen. Was geht noch rein? Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts durcheinander haue. Genau. Hab mir sagen lassen von Tobi, den hier gibt es wohl nicht mehr. David of Flake Medallions. Noch mit einer richtig schönen Dose. Das müsste aufgelasert sein oder wie auch immer das hergestellt wird. Ist kein Aufkleber drauf. Richtig schön. Na ja, gut, hinten haben wir einen Aufkleber drauf. Toller Tabak. Reicht auf jeden Fall noch für 3-4 Füllungen. Und Tobi wollte den unbedingt probieren. Soll er haben. Ich hoffe, er schmeckt dir. Wobei ich hoffe, er schmeckt nicht zu gut, weil wenn es den wirklich nicht mehr gibt, ist natürlich blöd. Aber ich habe meinen Heil da gefunden im Dunhill. Lux Navios, sowie natürlich auch in... Ach Gott, wie heißt der von Dunpipe? Roper's Roundlets, der ist auch richtig geil. Dann kürzlich erst vorgestellt, den Cock Robin. Packe ich rein, weil Tobi momentan so ein bisschen auf englische Entdeckertour ist und ich hatte ja in meinem Video gesagt, der ist nicht so stark vom Latakia-Gehalt. Also er riecht kräftig nach Latakia, aber der Geschmack ist angenehm mild. Ist eine geile Geschichte. Es ist jetzt komisch, dass ich eine fast volle Dose wegschicke. Aber ich gehe fest davon aus, entweder findet man so geil, dass er noch mehr Spaß dran hat als ich. Weil für mich darf es ein bisschen mehr Latakia sein, dann hätte ich noch mehr Spaß dran. Oder aber das Vögelchen geht noch irgendwann nochmal auf Weltreise. Beziehungsweise deutschlandweit. Dann ein alter Kamerad, den ich mir aufgrund von einem Video von Ralf dann irgendwann mal gekauft habe. Ich gucke ja manchmal die alten Videos. Ist der Special Dublin Mixture. Der hatte, glaube ich, so ein leicht whiskyartiges Casing. Das ist wirklich noch ein richtiger dänischer Klassiker. Oh, riecht süßlich, nicht chemisch süßig, wirklich so leicht karamellig, Honig. Aber ja, schwierig. Auf jeden Fall nicht zugekleistert, wirklich sanft dänisch.
Und das könnte, wenn ich jetzt wirklich so auf diese Geschmacksrichtung wirklich abfahren würde, könnte das ein All Day Smoke sein. Aber das englische Lager ist stärker bei mir vertreten als das dänische. Aber das ist wirklich ein Aromat, den kann ich immer mal wieder rauchen, muss ich jetzt nicht zwingend rauchen, aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jemanden, der so zwischen den Lagern steht und ja, ich sag mal, ich glaube Whisky war es. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, weil ich hatte noch so einen anderen ähnlichen, aber das Aroma ist nicht stark vertreten und der ist trotzdem echt lecker. Was geht noch mit in die Kiste? Ich hatte hier eigentlich noch einen anderen Tabak, den ich jetzt gerade irgendwie nicht finde. Ach, hier ist er. Ich sage, es ist nicht aufgeräumt. Ein Rest von Mozex Micha's Cake. Der hat eigentlich ein Rum-Casing. Der liegt jetzt bei mir schon eine Weile. Ist in einer super Konditionierung. Also kannst du sofort wegrauchen. Auch wenn er schon eine Weile liegt. Hat auch ein Rum-Casing, wenn ich mich richtig erinnere. Aber hat mich persönlich nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Ist kein schlechter Tabak, aber Tobi, ich hoffe, der schmeckt dir und wenn nicht, schicken auf Reisen. Was noch reinkommt, ist eine Probe. Da zeige ich jetzt mal das Döskin hoch vom Orton Evening. Da wollte ich eigentlich ein Video machen, beziehungsweise habe ein Video gemacht. Mein eigentlich zweites Outdoor-Video. Und ja, ich habe ein bisschen den Wind unterschätzt. Das heißt, man hört mehr Rauschen als alles andere. Deswegen muss ich gucken, ob ich das nochmal neu mache oder irgendwie zusammenschneide oder ob ich es ganz sein lasse. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall geht davon ein Bröbchen rein. Und Will, wenn du das Video siehst, du kriegst natürlich auch dein Bröbchen. Dich habe ich nicht vergessen. Und dann geht noch ein Tabak rein, der ist nur für den Tobi. Von der Menge her, boah, so zwei Drittel sind noch drin. Ich habe überlegt, ob ich es zeige. Ist auf jeden Fall ein Ami. Ich halte es jetzt einfach mal rein, was soll's. Ich hatte ihn ja, glaube ich, schon mal vorgestellt. Und zwar den Navy Cavendish Matchert von der Wahl war Cornell Dee oder McClelland vom goldenen Wahl McClelland. Himmelarsch, ich habe es heute mit der Hand. Genau, das geht rein. War es eigentlich auch schon. Und wie gesagt, ich gucke, dass ich es morgen schaffe, Montag, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich glaube es eher nicht. Wie gesagt, momentan ist arbeitstechnisch scheiße viel zu tun. Und spätestens Mittwoch geht's raus. Tobi, ich melde mich nochmal bei dir. Du kannst ja dann nochmal so ein Ankunftsvideo machen oder zumindest Bescheid sagen, wenn es angekommen ist. Und mir mal erzählen, was du von den Tabaken so hältst. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich schneide dann noch die Geschichten irgendwann die Tage zusammen. Wahrscheinlich ist ja der Tabak dann oder die Kiste schon längst wieder bei Tobi, aber ist ja eine Bedingung, die ich gerne erfülle, ein Video einzustellen. In diesem Sinne macht's gut. Ich wünsche euch was und ja, wir sehen uns. Tschüss.